wenn die Musik der Liebe Nahrung ist. Spiel weiter, gib's mir im Übermaß, damit die Lust an Übersättigung erkranke. Sterbe, die Melodie nochmal. Sie starb so hin, sie drang ins Ohr, wie jener süße Hauch, der über Veilchenbeeten atmet. O Geist der Liebe, deine Fassungskraft, sie gleicht der See. Und doch, was in mich einfließt, verliert an Wert schon in Minutenschnelle. Die Liebe ist so vielgestaltig, so fantastisch. Genug, nicht mehr. Es ist mir nun so süß, nicht wie vorher. Wollt ihr nicht ausgehen, Herr? Ausgehen? Nein, was mache ich draußen? Was ihr wollt, Herr. Es ist Karneval. Die Stadt steht Kopf. Ich weiß nicht, wo wir der Meine steht. Ach, Olivia. Als ich Olivia zuerst gesehen, schien mir die Luft durch ihren Hauch gereinigt. Den Augenblick ward ich zu einem Hirsch, den seither die Begierden grausam hetzen, wie eine Meute wilder Hunde. Und was sagt sie? Nun? Ich wurde gar nicht vorgelassen, Herr. Durch ihre Zofe lässt sie ihnen sagen, dass 7 Jahre lang nicht mal der Himmel sie vor der blicken soll. Wie eine Nonne wird sie verschleiert gehen. Und dies allein, um ihres Bruders tote Liebe zu bewahren. Oh, welch ein schön geformtes Herz sie hat. Zahlt solche Liebesschuld nur für einen Bruder? Wie wird sie lieben erst, wenn Amors goldener Pfeil die anderen Gefühle in ihr zum Leben bringt? Wenn ihre zarten Vollkommenheiten nur dem einen gelten? Ich will hinaus und mich zu Blumenbeeten wenden, im Freien den Traum der Liebe zu vollenden. Herzog dienen, als ein Page.
Was für eine Säule hat meine Schwester bloß befallen, weil sie den Tod ihres Bruders sehr hat zelebriert. Eins steht fest. Trauer verdirbt die Laune. Ehrlich, Sir Toby, Sie sollten abends früher nach Hause kommen. Milady nimmt Anstoß an Ihrem Lebenswandel. Ah, soll sie doch Anstoß nehmen, solange ich noch was zum Anstoßen habe. Sir Toby, es würde Ihnen gut zu Gesicht stehen, wenn Sie ein bisschen mehr auf sich achten würden. Zu Gesicht stehen? Was mir steht, das ist allein mein Ding, mein Kind. Diese Klamotten sind gut genug, um drin zu trinken. Aus diesen Schuhen gibt man auch nicht raus. Und wenn es ihr nicht passt, dann soll sie sich doch aufhängen an ihren Stratzen. Sir Toby, diese Sauferei ist noch mal ihr Tod. Milady sagt das auch immer. Und dann mokiert sie sich noch über den albernen Ritter, den sie hier angeschleppt haben, damit er um ihre Hand anhält. Wen meinst du? Sir Andrew Bleichenbank? Genau den. Das ist einer der reichsten Männer in ganz Illyrien. Der und reich, dass ich nicht lache. Und wie? Der macht 3000 Pfund im Jahr. Ja, mag sein. Aber mit seinen Pfunden macht er es höchstens noch ein Jahr. Groß ist er nur als Schwachkopf und Verschwender. Hui, wie kannst du sowas sagen? Er spielt das Cello. Und spricht fließend 3, 4 Sprachen. Und die Natur hat ihn aufs Beste ausgestattet. Ein Gockel ist er und ein schlimmer Streiter noch dazu. Und wenn er nicht obendrein ein solcher Feigling wäre, läge er längst schon unter der Erde wegen seiner Streitsucht. Wer sagt das? Das sind Rufmörder und Verleumder, die sowas sagen. Alle sagen sie das. Und dann sagen sie noch, dass ihr beide euch jede Nacht besauft. Ja, wenn wir auf das Wohl meiner Nichte trinken. Jawohl, auf ihr Wohl. Sir Toby! Wie geht's, Sir Toby? Sir Andrew, mein lieber Sir Andrew! Ah, grüß dich Gott, mein schönes Kind! Sieh mich auch, mein Herr! Avanti, Sir Andrew, Avanti! Wertes Fräulein Avanti, sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Maria. Wertes Fräulein Maria Avanti. Verstehst du denn nicht? Avanti heißt, du sollst dir Avancen machen und sie werden. Mensch, Kerl, mach dich über sie her. Aber meine Ehre, Sir Toby, doch nicht hier vor aller Leute Augen. Das also heißt Avanti. Meine Herren, ich habe zu tun. Wenn du sie jetzt so einfach gehen lässt, Sir Andrew, ich wollte, du könntest dein Schwert nie wieder ziehen. Mein Fräulein, wenn ich sie jetzt so einfach gehen ließe, ich könnte mein Schwert nie wieder ziehen. Sie halten mich wohl jetzt für einen Nagel. Ich halte Sie nicht, aber auch nichts von Ihnen. Ach, herrje, Sie aber, mein Fräulein. Hier, nehmen Sie meine Hand. Bringen Sie die mal zur Milchbar und lassen Sie trinken. Wozu, mein Engelchen? Nun, damit sie sich stärken kann. Worauf spielst du an? Nun ja, die Gedanken sind frei. Aber wenn schon die Hand so schlank und weich ist, stark ist mein Fräulein, der sich selbst beherrscht. War das ein Witz? Ein schlapper Witz. Haben Sie noch mehr davon? Oh ja, 2 schlappe Hände. Und jetzt sind sie wieder ganz bei Ihnen. Oh. Hier, du musst was trinken, Ritter. Wann habe ich dich denn zuletzt so durchhängen sehen? Hm? Noch nie, glaube ich. Höchstens beim Saufen. Ach ja, manchmal scheint es mir, als hätte ich nicht mehr Verstand wie jeder Hinz und Kunz. Aber ich bin ein großer Rindfleischesser. Ich glaube, das schadet meinem Hirn. Ganz zweifellos. Sir Toby, morgen reite ich heim. Pourquoi, verehrter Ritter? Was heißt pourquoi? Pourquoi? Nein! Oder nicht nein! Ach, hätte ich doch mehr Zeit zum Sprachenlernen verwendet, statt aufs Fechten oder aufs Tanzen. Ein Gelehrter wäre ich gern geworden. Aber das bist du doch, Sir Andrew. Sir Toby, du meinst, ich habe was im Kopf? Ganz zweifellos. Die vollkommene Leere. Mag sein. Manchmal fühle ich mich auch so inhaltslos. Ah, komm schön nach. Wir kriegen dich schon wieder voll. Nein, Sir Toby,
Morgen reite ich heim. Ihre Nichte will sich nicht sehen lassen. Und wenn sie es doch einmal tut, dann wette ich 4-1, dass sie mich nicht mag. Und außerdem umziert sie der Graf von nebenan. Ja, sie hat nichts mit dem Herzog. Sie will nicht über ihren Stand heiraten, das habe ich sie selber sagen hören. Los, Mann, da ist noch was drin für dich. Also gut, ich bleib noch einen Monat länger. Sir Toby, wollen wir nicht ein kleines Gelage veranstalten? Ja, klar, Mann. Wir sind doch Steinböcke. Das heißt, bucken und springen. Bloß, ich will dich hüpfen sehen. Ja, höher! Höher, ja! Ganz und wie ein offenes Buch liegt das Geheimnis meines Herzens vor dir. Darum, mein lieber Junge, geh zu ihr. Lass dir den Zutritt nicht verweigern. Warte vor ihrer Tür. Erzähle ihr, dass du dort Wurzeln schlagen wirst, bis man dich vorlässt. Milord, wenn sie sich so der Trauer hingibt, wird sie mich ganz sicher nicht empfangen. Dann schlägst du Krach und lässt die Höflichkeit. Das ist zumindest besser als ein Rückzug. Gut, sagen wir, sie spricht mit mir. Was dann? Oh, dann enthülle ihr die Leidenschaft, mit der ich überrasche sie mit einem Vortrag über meine Treue. Spiel ihr mein Elend vor. Es wird ihr stehen. An deiner Jugend wird sie sich begeistern. Das glaube ich nicht, Milord. Mein lieber Junge, sogar Dianas Lippen sind nicht weicher und rosiger als deine. Deine Stimme ist zart und hell wie die von einem Mädchen. Du erinnerst ganz an eine Frau. Ich denke, wie die Dinge einmal liegen, bist du für die Affäre wie geschaffen. Mach deine Sache gut. Ich gebe mein Bestes und werfe um ihre Dame. Schmerzlicher Botendienst. Wem immer ich seinen Antrag mache, ich wäre gerne selber seine Frau. Glaubst du denn, sie hängt so sehr an mir? Wahnsinn! Kannst du nicht einmal ernst sein? Gott gab die Weisheit jene, die sie haben. Den Narren aber gab er ihr Talent, damit sie es gebrauchen. Jedenfalls fliegst du raus, wenn du immer einfach verschwindest. Und das wäre doch für dich genauso gut wie aufgehängt, nicht wahr? Ach, besser gut gehängt als schlecht verheiratet. Na. So ein Ausflug ist doch auch ganz nett. Da liegt dir schon mal eine kluge Entschuldigung, da kommt sie. Humor, wenn es dich wirklich gibt, steh mir jetzt bei. Denn wer da glaubt, der hätte dich, ist Meister Narr. Und wer versucht, dich festzuhalten, dem entziehst du dich. Grüß Gott, Milady. Schaff den Narren fort. Herrschaften hört ihr nicht, schaff die Lady fort. Verschwinde, du trockener Narr. Bist mir zuwider. Ein zweifaches Lob aus ihrem Mund, Milady. Ich danke sehr. Ist der Narr trocken, so fehlt ihm der Wein. Der aber macht den Geist närrisch. Ich bin lieber ein geistreicher Narr. Und was den Widerspruch betrifft, so ist er mein Metier. Wer in der Hürde mit den Schafen blöken will, wird oft selbst für ein Schaf gehalten.
Wer das Schafe hüten soll, muss bellen. Übrigens, ihr Brautkleid ist mir auch zuwider. Der Bräutigam dazu heißt Unglück. Und ihre Schönheit blüht zu kurz für diese Ehe. Ich will sie Seitensprünge machen lehren. Darum nochmal, die Lady bat den Narren fort zu schaffen. Na los doch, schaff die Lady fort. Ich wies die Leute an, dich rauszuwerfen. Den Narren fort zu schaffen, baten sie. Erlauben Sie, die Lady, ihnen zu beweisen, dass Sie der Narr hier sind? Kannst du's? Ha, ha. Dann los, beweis es. Dazu muss ich Ihnen Fragen stellen und Sie mir Antwort geben. Na schön, weil hier ja sonst nichts los ist. Spiel ich mit. Madonna, warum trauern Sie? John, wegen meines Bruders Tod. So nehme ich denn an, dass seine Seele in der Hölle ist. Ich weiß, seine Seele ist im Himmel, Narr. Umso mehr sind Sie ein Narr, um seine Seele zu trauern, wenn sie doch im Himmel ist. Herrschaft, schafft den Narren fort. Was halten Sie von diesem Narren, Malvolio? Macht er nicht Fortschritte? Ja, und er wird weitere machen bis in den Tod. Verfallserscheinungen, die vernunftbegabte Menschen normalerweise zugrunde richten, sind der Narrheit naturgemäß förderlich. Dann möge Gott Ihnen frühzeitige Verfallserscheinungen bescheren, damit die Narrheit umso schneller wachse. Sir Toby würde jeden Eid darauf schwören, dass ich kein Haushofmeister bin. Aber er würde keinen Dreier darauf verwenden, dass Sie kein Narr sind. Was sagen Sie dazu, Malvolio? Ich bin verwundert, dass eure Ladyschaft Vergnügen an seinem Blender finden. Sobald Sie nicht über seine Scherze lachen oder ihm Stichworte geben, fällt ihm nichts mehr ein. Ich finde überhaupt, wenn sonst vernunftbegabte Menschen über die geschraubten Witze organisierter Narren lachen, machen sie sich selbst zum Hans Wurst der Narren. Ach, Malvolio, Sie sind ein Sauertopf. Der Narr hält uns den Spiegel vor. Und was Sie darin sehen, will Ihnen nicht gefallen, wie? Sie sind sich selber, Graf Malvolio, nicht meinem Narren. Milady, draußen wartet ein junger Gentleman, der Sie unbedingt sprechen möchte. Vom Graf Orsino, nicht? Ich weiß es nicht. Ein hübscher junger Mann. Gehen Sie mal, Lojo. Wenn er vom Grafen kommt, ich bin krank oder nicht zu Hause. Sagen Sie, was Sie wollen. Nun sehen Sie, John. Ihre Scherze werden alt. Die Leute mögen Sie nicht mehr. Ach, Madonna. Je mehr man ihn beschimpft, umso zufriedener ist der Narr. Denn daran erkennt er, dass man ihn ernst nimmt. Madame, eben jener junge Mensch besteht darauf, mit Ihnen zu sprechen. Ich sagte ihm, Sie seien krank. Er gab an, darüber bereits informiert zu sein und eben deswegen mit Ihnen sprechen zu müssen. Ich sagte ihm, Sie würden schlafen. Er schien auch dies bereits im Vorhinein zu ahnen. Was also könnte ihm noch gesagt werden? Er ist gegen jede Zurückweisung bestens gerüstet. Sagen Sie ihm, er dürfe nicht mit mir sprechen. Darüber ist er bereits in Kenntnis gesetzt worden. Er erwiderte, er würde auf ihrer Türschwelle wach halten wie ein Türpfosten. Was für ein Mann ist er? Nun ja, mehr Mensch als Mann. Das Mensch hat übelste Manieren. Er will mit Ihnen sprechen, ob Sie es wollen oder nicht. Wie alt ist er? Nicht alt genug für einen Mann, nicht jung genug für einen Knaben. Er sieht passabel aus und spricht mit klarer Stimme. Lassen Sie ihn kommen. Maria, ordne mir meinen Schleier. Nun denn, lauschen wir also einmal mehr der Botschaft Orsinos. Erlesenste und unvergleichlichste Schönheit. Bitte, geben Sie mir doch die Zusicherung, ob dies hier wirklich die Dame des Hauses ist. Ich habe keine große Lust, meine Rede umsonst zu halten. Denn abgesehen davon, dass sie brillant geschrieben ist, habe ich mir große Mühe gegeben, sie auswendig zu lernen. Meine Damen, bitte keinen Spott. Ich bin da sehr empfindlich, selbst bei Kleinigkeiten.
Woher kommen Sie, Sir? Ich kann eigentlich nicht mehr sagen, als was ich einstudiert habe. Und diese Frage liegt außerhalb meiner Rolle. Bitte, geben Sie mir doch die Zusicherung, dass Sie wirklich die Dame des Hauses sind, damit ich meine Lobrede fortsetzen kann. Sind Sie Schauspieler? Nein, Tiefsinnigste. Jedoch, ich schwöre bei den Zähnen der Bosheit, ich bin nicht, was ich spiele. Sind Sie die Dame des Hauses? Ich maße es mir zumindest an. Gut, dann will ich meine Lobrede auf Sie fortsetzen und hinterher zur Sache kommen. Kommen Sie gleich zur Sache, das Lob erlasse ich Ihnen. Ach, und ich habe mir so viel Mühe gegeben, es auswendig zu lernen. Und es ist so poetisch. Umso gekünstelter wird sein. Seien Sie vernünftig, fassen Sie sich kurz. Wer sind Sie, was wollen Sie? Ich bin ein Botschafter. Es muss ja eine fürchterliche Botschaft sein, die Sie überbringen. Wenn Sie so viel darum herumzureden haben, was ist Ihr Auftrag? Es ist ausschließlich für Ihr Ohr bestimmt. Maria, lass uns mal rein. Nun, Sir, wie lautet Ihr Text? Süßeste Lady! Oh Gott, wo steht das? In Orsinos Herzen. Das kenne ich. Reine Ketzerei. Lassen Sie mich Ihr Gesicht sehen. Jetzt weichen Sie vom Text ab. Aber gut, wir wollen den Vorhang lüften und das Gemälde zeigen. Na, gut gelungen? Ganz exzellent, falls Gott das alles selbst gemacht hat. Hey, das ist wasserfest. Hält bei Wind und Wetter. Tatsächlich. Reine Schönheit der Natur. Oh, Lady, Sie sind wirklich zu grausam, so viele Reize hier zu Grab zu tragen, ohne der Welt ein Bild zu hinterlassen. Na schön, ich will nicht hartherzig sein. Ich werde ein Verzeichnis meiner Schönheit erstellen. Ein Inventar als Anhang meines Testaments. Punkt 1, zwei Lippen leidlich rot. Punkt 2, zwei braune Augen mit Lidern dazu. Punkt 3, ein Kinn, ein Hals und so weiter. Hat man Sie geschickt, mich zu taxieren? Madame, ich sehe Sie, wie Sie sind. Sie sind zu stolz. Doch wären Sie der Teufel. Sie sind schön. Mein Herr und Meister liebt Sie. Solche Liebe kann nur vergolden werden, würden Sie als Inbegriff der Schönheit seinen weißen Schleier tragen. Wie liebt er mich? Mit Tränenflut der Anbetung, mit Stöhnen, das Liebe donnert und mit Flammenseufzern. Er weiß, dass ich ihn niemals lieben kann. Doch halte ich ihn für gut und tugendhaft. Weiß, dass er reich und klug ist, stark und mutig. Dass er ein angenehmes Wesen hat, gut aussieht. Trotzdem kann ich ihn nicht lieben. Die Antwort hätte er längst schon haben können. Wenn ich Sie derart lieben würde, Madame, ich könnte diese Antwort nicht verstehen. Nein? Und was täten Sie? Ich? Vor Ihrer Tür würde ich mir eine Hütte bauen. Ich würde Kanzonen schreiben von verschmähter Liebe und sie singen, selbst noch in der Nacht. Ich schrie Ihren Namen in die Berge, bis das Echo kam. Olivia! Ihr solltet keine Ruhe finden zwischen Erd und Himmel, bis ihr euch erbarmt. Und vielleicht erreichten Sie Ihr Ziel. Sind Sie von Stand? Mein Stand ist besser als mein Zustand. Ja, ich bin ein Edelmann. Edelmann! Gehen Sie jetzt und sagen Sie dem Lord, ich liebe ihn nicht. Er soll mir weiter keine Botschaft schicken. Es sei denn, dass Sie noch mal kommen wollen, um mir zu sagen, wie er es trägt. Das ist für Ihre Mühe. Behalten Sie es. Mein Herzog braucht Belohnung, nicht ich selbst. Ich wünsche dem ein kaltes Herz aus Stein, den Sie einst lieben. Und dass Ihre Liebe, wie die meines Herrn, nur auf Verachtung stoße.
So lebt denn wohl eine schöne Grausamkeit. Ich bin ein Edelmann. Weiß Gott, das bist du. Allein schon deine Stimme, dein Gesicht, dein Feuer, deine Haltung. Nicht so schnell. Bleib ruhig, Mädchen. Aber kann das sein? So schnell steckt man sich mit der Krankheit an? Oh, ich fühl's, wie dieses jungen Reiz sich heimlich durch mein Auge in mich schleicht. Nun gut, soll's sein. Malvolio! Malvolio! Sie haben gerufen, Madame. Laufen Sie dem Boten da von eben hinterher. Er ließ diesen Ring zurück, ob ich ihn haben wollte oder nicht. Sagen Sie ihm, ich will nichts davon wissen. Er soll bei seinem Herrn auch weiter keine Hoffnung wecken. Für ihn bin ich nicht zu haben. Falls aber dieser Junge hier morgen vorbeischauen will, werde ich ihm Gründe nennen. Beeilen Sie sich mal, Golio, bitte. Madame, ich fliege. Ich tue, ich weiß nicht was. Denn mein Verstand wird mir vom Auge flüchtig übermannt. Schicksal schlag zu und nimm denn deinen Lauf. Denn was geschieht, geschieht. Ich halt's nicht auf.
meine Gräfin Olivia. Eben, Sir. Und jetzt bin ich hier. Mein Tempo ist gemäßigt. Milady schickt Ihnen diesen Ring zurück. Es hätten mir die Mühe sparen können, wenn Sie ihn gleich selber mitgenommen hätten. Milady fügt hinzu, dass Sie, Sir, Ihren Herrn in die rücksichtslose Gewissheit dessen versetzen möchten, dass Milady nichts mit ihm zu tun haben wolle. Und dass Sie, Sir, niemals wieder so verwegen sein wollen, in seinen Angelegenheiten bei Milady vorzusprechen. Es sei denn, um Bericht zu erstatten über die Reaktion Ihres Herrn Lords. Nehmen Sie die Sache in diesem Sinn. Ich gab mir doch gar keinen Ring. Was meint sie? Oh Gott, behüte. Ich habe sie verhext. Sie schaute mich so an, dass ich schon dachte, der Blick habe die Sprache ihr verschlagen. Und stellenweise redete sie irre. Oh nein. Sie liebt mich. Darum diese List, mich durch einen Boten zu sich einzuladen. Leidenschaft ihr ein. Ich bin der Mann! Wenn's so ist, arme Lady, sie täte besser, einen Traum zu lieben. Das macht nur diese teuflische Verkleidung. Die Sache muss sich klären. Aber wie? Mein Herr liebt Sie. Ich, armes Monster, liebe ihn. Und sie, im Irrtum, ist verliebt in mich. Wie soll das alles jetzt bloß weitergehen? Ich überlasse es, glaube ich, der Zeit. Ja, der Knoten ist zu schwer für mich zu lösen. Ja, da geht. Humba, 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 tägere, tägere, tägere. Ja, da geht humba, 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 tägere. Da singt der ganze Saal dasselbe noch einmal. Ja, da geht's. Humba, 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 tere, tere, tere. Ja, da geht's, humba. Sir Andrew, na, Mitternacht noch nicht zu Bett sein, heißt früh auf sein. Und Morgenstund hat Gold im Mund. Ich weiß nur, spät auf sein heißt spät auf sein. Das ist eine falsche Schlussfolgerung und die ist mir zuwider wie ein leerer Krug. Nach Mitternacht ist wieder früh. Das heißt, nach Mitternacht zu Bett ist früh zu Bett. Das sagt selbst, was wäre das Leben ohne Logik? Mag sein, aber was wäre das Leben ohne Essen und Trinken? Du bist eben ein Gelehrter. Also gut, essen und trinken wir. Maria, zwei Krüge Wein. Hallo, ihr Brüder meines Herzens. Kennt ihr das Spiel Ich und Du, Müllers Kuh? Freilich, Müllers Esel, der bist du. Jetzt können wir doch einen Kanon singen. I've been a wild rover for many a year, and I spend all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I play the white rover, no, never, no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the white rover. No, never, no more. Went into an alehouse I used to frequent,
And I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Crying customs like you I can have any day. And it's no nay never. No nay never no more. Will I play the white rover? No never no more. And it's no nay never. No nay never no more. Herrlich! Der Narr hat ein exzellentes Organ. So eine schöne Stimme hätte ich auch gerne. Ja, hier. Hast einen 50er. Und gib uns noch einen zum Besten. Die hast du auch ein von mir. Und ein Liebeslied oder lieber was Anständiges? Ein Liebeslied, Hofnacht. Ja, ein Liebeslied. Wir machen uns nicht aus anständigen Liedern. Heinz, liebje Nachten, flieh nicht wieder. Ich sing dir auch die schönsten Lieder. In dein geliebtes kleines Ohr. Bleib stehen, mein Herz, und hab Erbarmen und grüße mich in deinen Armen. Weil ich mein Herz an dich verlor, und grüße mich in deinen Armen, weil ich mein Herz an dich verlor. Die Liebe lässt dich nicht verschieben, wer heute kann, soll heute lieben, denn morgen ist ja noch so weit. Drum gib mir schnell die tausend Küsse, so süß und rund wie Pfeffernüsse. Die Jugend wär nur kurze Zeit, so süß und rund wie Pfeffernüsse, die Jugend wär nur kurze Zeit. Exzellent, wahrhaftig! Gut, gut, das ist direkt ansteckend. Andrew? Ja! Da! Geht's! Milady soll sich nicht so haben und Malvolio ist ein Kinderschreck. Wer hat Angst vorm Schwatzen? Man, niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Donnerwetter, der Ritter kann ja richtig blödeln. Ja, das kann er, wenn er sich Mühe gibt. Aber ich bin von Natur aus so. Jetzt. Da. Geht's. Humba, 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 tere, 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 tere. Ja, da ist humba, 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 tere. Das ist der ganze Geist. Ja, da geht's. Humba, 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 tere. Meine Herren, sind Sie von Sinnen oder was sind Sie? Haben Sie denn gar keine Manieren? Zu dieser nachtschlafenden Zeit zu brüllen wie die Kesselflicker. Wollen Sie Miladys Haus seine Kaschemme machen? Haben Sie denn gar kein Taktgefühl? Wir singen immer im Takt. Geh doch zum Henker. Sir Toby, gleich werde ich barsch mit Ihnen. Milady trug Wer mir auf. Wer bist denn du? Du Tugendkindl, bist du vielleicht das Bettel? Du dummes Tick! Ich will Wein, Maria! Kein Taktgefühl! Mistress Maria, wenn Sie für die Güte Miladys ein bisschen mehr als nur Geringschätzung empfinden, dann würden Sie sich niveaulose Narren treiben, nicht dann noch unterstützen. Milady wird davon erfahren. Seien Sie sich dessen gewiss. Geh nach Hause, Mel! Das wäre doch was, wenn man den zum Duell fordert und dann kann es einfach nicht hingehen. Ah! Ritter Enzo, geh, schreib du schon mal deine Herausforderung, ich bring sie ihm dann mündlich. Oh, so komm ich nicht mehr heute Nacht. Seit der junge Knabe des Grafen bei Milady war, ist sie ganz unruhig. Und den Malvolio, den überlassen Sie mal mir. Wenn ich den nicht so reinhaue und lächerlich mache, dass er zum Gespött der ganzen Menschheit wird, dann können Sie von mir behaupten, ich wäre zu blöd, im Bett gerade auszuliegen. Ich weiß auch schon wie. Herr Ritschon, was ist mit ihm? Manchmal. Da ist er doch so etwas wie ein Paris.
Pharisäer, nicht? Ach, so ein Ferkel, das habe ich mir doch gleich gedacht. Jedenfalls ist er ein Heuchler, ein Hinterfotziger. Lächelt einem ins Gesicht und hintenrum schwärzt er einen bei Milady an. Und ein affektierter Affe ist er auch. Der ist ja sowas von eingebildet, drischt andauernd hochgestochene Phrasen. Wenn Sie für die Hütte, Miladies, etwas mehr als nur Geringschätzung empfinden. Wenn ich das schon höre, was der sich einbildet, der hält sich doch für unwiderstehlich. Der glaubt doch fest daran, dass jede Frau, wenn sie ihn nur ansieht, sich auf der Stelle in ihn verliebt. Und genau diesen Knüppel werfe ich ihm zwischen die Beine. Was hast du vor? Ich werde ihm heimlich Liebesgerichte schreiben. Und er soll denken, dass genau er darin beschrieben ist. Seine Denkerstimme, sein Gang, seine Frisur, sein Augenaufschlag. Überhaupt sein ganzes Äußeres. Ich habe fast dieselbe Handschrift wie Milady. Ihre Nichte. Oh, ich riech den Braten schon. Mir kribbelt auch schon in der Nase. Ich meine, wegen der Briefe. Er soll glauben, dass sie von meiner Nichte sind und dass sie in ihn verliebt ist. Genau da liegt der Hund begraben. Und der Hund pinkelt ihm ans Bein. Das wird hinreichen. Das wird ein halben Spaß, sag ich euch. Aber jetzt marsch, marsch ins Bett und träumt schon mal davon. Bis dann. Gute Nacht. Ein tolles Weib. Ja, und sie liebt mich. Hast du das bemerkt? Ja, Sir Toby. Ich wurde früher auch von mal geliebt. Weißt du was, Andrew? Ich mache uns noch einen Grog. Um ins Bett zu gehen, ist es eh zu spät. Ja, da geht's. Umba, 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 ich will Musik. Mario, morgen. Nur dieses alte Lied von gestern Abend. Es schien, als würde es meine Leiden mindern. Hör, spiel mir die Melodie. Als du dich irgendwann einmal verliebst und diese sonderbare Qual empfindest, dann denk an mich. Magst du die Melodie? Sie löst ein Echo aus, wo Liebe ist. Das hast du schön gesagt. Hey du! Ich wette, so jung du bist, gewissen Reizen hast auch du mich schon hingegeben. Wenn Sie mich so reizend fragen, ja, ein bisschen. Was ist das für eine Frau? Sie ähnelt Ihnen. Dann ist sie dich nicht wert. Wie alt ist sie? So alt wie Sie, Milord. Ach, viel zu alt. Eine kluge Frau wird immer eine nehmen, der älter ist als sie. Das hält dann besser. Denn du kannst sagen, was du willst, mein Junge. Wir Männer sind von Haus aus flatterhaft. Findest du das nicht? Das kann schon sein, Milord. Komm, hör auf die Musik, Cesario. Geh einmal noch zu ihr, Cesario. Zu dieser grausamen, die ich so liebe. Doch wenn die Gräfin sie nun mal nicht lieben kann. Und das kann ich nicht als Antwort akzeptieren. Sie müssen es. Nur einmal angenommen. Es gäbe eine Frau, die ihretwegen genau den gleichen Liebeskummer hat, den Ihnen die Olivia bereitet. Sie können diese Frau nicht lieben und teilen ihr das mit. Muss sie das denn nicht auch als Antwort akzeptieren? Frauen empfinden nie so stark und leidenschaftlich. Mit meiner Liebe ist das nicht vergleichbar. Ja, zugegeben. Doch ich weiß... Was weißt du? Ich weiß so gut, wie Frauen lieben können. Mein Vater, da hatte einmal eine Tochter. Die liebte einen Mann. Wie ich vielleicht,
wenn ich ein Mädchen wäre, sie lieben würde. Erzähl von ihr. Erzählen? Da ist nichts. Sie zog eine Niete, liebte heimlich und sprach nie davon. Das nenne ich wahre Liebe. Denn wir Männer, wir reden nur. Wo Frauen fühlen, wo sie empfinden, kommt bei uns Männern nur ein leerer Schwur. Und deine Schwester, starb sie an der Liebe? Noch nicht. Ich weiß noch nicht. Wer weiß. Soll ich nun zu der Lady? Ja, natürlich. Gib ihr diesen Schmuck. Sag ihr, dass meine Liebe niemals nachgibt und dass ich keinen Widerspruch ertrage. Dieser miese, eklige Karoentenkacker war so richtig auf den Topf gesetzt. Ah, da ist ja unsere kleine Gaunerin. Wie steht's? Malvolio wird diesen Weg dann nehmen. Er hat die letzte halbe Stunde dort hinten in der Sonne gestanden und seinem Schatten vornehme Gesten antrainiert. Beobachtet ihn genau. Dieser Brief hier wird einen tiefsinnigen Idioten aus ihm machen. Los, versteckt euch schon mal. Ich folge euch gleich nach. So, da liegst du nun. Mit Speck fängt man Mäuse. Da kommt ja schon die Ratte. Es ist nichts als Schicksal. Alles ist Schicksal. Ich hörte von Maria, dass Milady eine Affektion für mich hege. Und ich habe sie ja selbst so gut wie sagen hören, sollte sie sich je verlieben, es müsse jemand sein von meinem Äußeren. Wie darf ich das verstehen? So ein eingebildeter Laffe. Verflucht doch mal, ich könnte ihn kein verprügeln. Graf Malvolio zu sein. Oh, du Strauch, erschießt ihn. Das wäre nicht einmal beispiellos. Ich hörte von einer Prinzessin, die schlief mit ihrem Reitlehrer. So eine Schlampe. Sind wir dann erst 3 Monate miteinander verheiratet, sitz ich in meinem Polstersessel. Ich spatzen muss, Leute her. Ich brenne dem eins aufs Auge. Dann kann auch ich mir herrschaftliche Launen leisten. Ich lasse dann meinen Schwager Tobi herbeizitieren. Jetzt 13. Und 7 meiner Diener springen auf und suchen ihn. Tobi erscheint, verneigt sich tief vor mir. Und sowas darf am Leben bleiben. Ich sage, leutselig lächelnd, aber streng. Mein lieber Schwager Tobi. Und du glaubst, der liebe Schwager, hau dir nicht eins auf deine Lippe? Sie müssen ihre Trinkerei aufgeben. Oh, heuchert dieses Ungeziefer aus! Und nebenbei bemerkt, sie verschwenden ihre kostbare Zeit mit diesem hirnlosen Ritter. Ich wette, das bin ich. Einem gewissen Sir Andrew. Wusch dich doch, viele nennen mich hirnlos. Na nun, was haben wir denn da? Jetzt klebt die Fliege gleich am Leim. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Brief von Milady. Ja, ja, so ist ihr großes M und so ihr U. So schreibt sie ihr SCH und so ihr I. Es ist außerhalb jeglichen Zweifels Miladys Handschrift. Ihr M, ihr U, ihr SCH und ihr I. Was heißt denn das?
dem heimlich Geliebten dies mit guten Wünschen. Ja, ja, das ist genau ihr Stil und dies ihr Siegel. Für wen mag dieser Brief wohl sein? Ich liebe, aber wen? Verschließt euch ihr Lippen, nie darf ich's gestehen. Ich liebe, aber wen? Wenn du das wärst, Malvolio, nie darf ich's gestehen. Sie gestatten? Da folgt noch was in einem anderen Versmaß. Dem, den ich liebe, kann ich befehlen, doch hab ich dem Schweigen mich zu ergeben. Des Herzens Sehnen muss ich verhehlen, M-O-I-A bestimmt mein Leben. Ein faustisches Rätsel. Ist ein Prachtweib, Maria. M-O-I-A bestimmt mein Leben? Ich muss überlegen, überlegen, überlegen. Ein schönes Gift hab ich ihm da zusammengebraut, nicht? Und wie geschwind sich der Falke auf den Köder stürzt. Dem, den ich liebe, kann ich befehlen. Ja, natürlich. Sie kann mir befehlen. Ich bin ihr Diener, sie ist die Lady. Das ist evident. Es enthält rein logisch keinerlei obstruktiven Widerspruch. Jedoch, was bedeutet diese alphabetische Position am Schluss? Gibt es irgendetwas darin, das auf mich zuträfe? M-O-I-A. M-O-I-A. Mo-I-A. Das I-A kommt schon ganz vortrefflich. So Geduld, der kommt schon noch auf die Fährte. M. 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 Malvolio! M! Damit beginnt mein Name! Hab ich's nicht gesagt? M-O-I-A. Jeder einzelne dieser Buchstaben kommt auch in meinem Namen vor. Hier folgt noch Prosa. Wenn dies dir in die Hände fällt, denk nach. Fürchte nicht Größe. Manche sind groß geboren, manche erwerben Größe und manchen wird die Größe zugeworfen. Leg deine Demut ab, sei biestig zu einem Verwandten, schroff zu den Dienern, sprich wie ein Staatsmann, leg Abstand zwischen dich und das gemeine Volk. Das rät dir die, die für dich seufzt. Denk dran, wer deinen Humor lobte und dich einmal in Fastnachtskleidung sehen wollte. Leb wohl, die, die die Dienststellung mit dir tauschen möchte, deine glücklich Unglückliche. Die Sonne bringt's nicht klarer an den Tag. Milady liebt mich. Ich bin glücklich. Ich will stolz sein. Ich will politische Autoren lesen. Ich will Sir Toby treten. Ich will exakt der Mann sein. Ich will ihr zeigen, dass
dass ich ein Karnevalist bin, wie er singt und lacht. Sir. Ich spiele nicht die Weise, ich bin seit meiner Eltern tot. Ich spielte auf die Melodie an, Freund. Auch die ist keine Weise, die ist von mir. Wenn du mir so kommst, dann sage ich, du bist in keiner Weise weise, denn deine Kleidung weist dich aus als Narren. Da gebe ich Kontra, Sir, denn ohne Weisheit keine Narren. Von Ihnen jedoch, nennt dieses Spiel gewagt ich, der Weise und die Weise zu vertauschen. Ja, gewiss. Und wer mit Zweideutigkeiten herumspielt, verrät sich leicht. Ja, nicht wahr? Die Welt ist sonderbar. Für einen klugen Kopf ist doch ein Wort nur wie ein Rock. Sehen Sie, wie schnell die falsche Seite nach außen gekehrt ist, nicht wahr? Bist du nicht Lady Olivias Narr? Bewahre, Lady Olivia hat keinen Narren. Und sie wird sich auch keinen halten, solange sie nicht verheiratet ist. Ich bin ihr Wortverdreher. Du scheinst mir ein lustiger Kerl zu sein, der gar nichts ernst nimmt. Wie? Und doch, ich nehme vieles ernst, jedoch nicht sie. Das wäre auch was von einem Narren ernst genommen werden. Sah ich dich nicht neulich bei Orsino, meinem Herzog? Die Narrheit dreht sich um die Erde wie die Sonne. Und die scheint überall. Und außerdem bin ich nicht der einzige Narr, der genauso oft bei ihrem Herrn wie bei meiner Lady zu sehen ist. Sah ich ihre Weisheit nicht erst kürzlich bei dir? Nein. Und jetzt reicht's.
Da, dein Trinkgeld. Ich danke sehr. Möge der liebe Gott Ihnen bei der nächsten Lieferung von Haaren einen Bart mitschicken. Ich bin vor Sehnsucht selbst schon ganz krank danach. Er muss ja nicht gerade in meinem Gesicht wachsen. Ist deine Lady da? Wären zwei von diesen nicht ein schönes Paar? Sie könnten sich dann vermehren. Wenn man sie aus diesem Grund zusammenlegt und machen lässt, nicht schlecht gebettelt, Narr. Ich danke sehr. Ich werde meiner Milady melden, dass Sie hier sind. Wer Sie sind und was Sie wollen, das geht über meinen Horizont. Ich könnte auch sagen, ich weiß es nicht. Aber dieses Wort haben wir beide ja jetzt totgeritten, nicht wahr? Der Kerl ist klug genug, den Narren zu spielen. Und das geschickt zu tun, erfordert Geist. Denn Narrheit, klug verwendet, nützt sogar. Wenn aber kluge närrisch werden, droht Gefahr. Oh! Ich grüße Sie, Sir. Ich Sie auch, Sir. Dieu vous garde. Et vous aussi, votre serviteur. Das will ich hoffen. Ich bin ja Ihre. Allerschönste Lady, der Himmel regte Wohlgerüche auf Sie herab. Mein Anliegen ist nur für Ihr empfänglichstes und allergnädigstes Ohr bestimmt. Wohlgerüche, empfängliches Ohr. Ich glaube, diese Worte muss ich mir merken. Die kann ich später mal gut gebrauchen. Ja. Dann lass mich das Gespräch mit ihm alleine führen. Oh. Treten Sie näher. Sie haben zu befehlen, Madame. Wie heißen Sie? Cesario, Prinzessin. Ihr Diener. Nicht mein Diener. Sie sind doch Graf Orsinos Diener. Der Diener Ihres Dieners ist Ihr Diener, Madame. Ich denke nicht mehr an ihn. Tun Sie es jetzt auch nicht. Madame, ich kam, damit Sie an ihn denken. Ich bitte Sie, nie mehr ein Wort von ihm. Wenn Sie jedoch für einen anderen wären, dann will ich Ihnen gerne zuhören. Milady, Moment noch. Nach dem Zauber, den Sie neulich hier angerichtet haben, ließ ich Ihnen diesen Ring nachsenden. Keine gute List. Was haben Sie bloß von mir gedacht? Sie dauern mich! Ich saure Sie? Ein erster Schritt zur Liebe? Kein Fußbreit! Den Guten dauern seine Feinde! Na gut. Und doch, ich will jetzt wieder lächeln. Wer kann schon wählerisch sein in der Not? Wenn ich zur Beute werden soll, dann besser dem Löwen zugefallen, als dem Wolf. Madame! Aber Junge, haben Sie doch keine Angst. Madame! Haben Sie mir weiter nichts zu sagen? Ich bitte Sie, sagen Sie mir, was Sie von mir denken. Ich denke, Sie denken, dass Sie nicht sind, was Sie sind. Wenn ich so denke, denke ich dasselbe auch von Ihnen. Oh, so denken Sie korrekt. Ich bin nicht, was ich bin. Ich wollte Sie werden, wie ich Sie haben wollte. Wer ist denn was Besseres, als ich bin? Ich wünschte, es wäre, denn jetzt bin ich Ihr Narr. Oh Gott, wie ist das schön in seinem Traum. Cesario, bei den Rosen des Frühlings, einmal der Treue. Ich liebe dich so sehr, trotz meinem Stolz, dass ich der Sinne nicht mehr mächtig bin. Weder meine Klugheit noch Vernunft mir diese Leidenschaft zerstören können. Und lass dich nicht dadurch ins Grübeln bringen, dass ich als Frau dir diesen Antrag mache. Die Liebe, die man sucht, ist gut. Sie ungesucht zu finden, aber besser. Bei der Unschuld, bei der Jugend schwöre ich. Ich habe auch ein Herz in meiner Brust und das wird niemals zu einer anderen Frau gehören. Außer mir allein. Ich werde Sie fortan mit den Gefühlen meines Herrn verschonen. Doch wiederkommen sollst du. Denn vielleicht verwandelt sich dein Hass dann doch in Liebe. Ich bleibe keinen Jota länger hier. Und was soll der Grund dafür sein, Sir Andrew? Ich habe Lady Olivia gesehen, wie sie mit diesem Dienstmenschen des Herrn Grafen da Sachen gemacht hat.
die würde sie mit mir hier niemals tun, in Olivia Salon. Hat die Lady sie dabei auch gesehen? So deutlich, wie Sie mich jetzt sehen. Dann war das ein Beweis Ihrer Liebe zu Ihnen. Verdammt nochmal, wollen Sie mich verarschen? Ich beweise es Ihnen. Die Lady hat mit dem Mann deshalb vor Ihren Augen angepasst, um Ihnen Feuer unterm Arsch zu machen und Ihre Eifersucht zu wecken. Dann mit Gewalt. Ich hasse Politik. Na gut, dann bau dein Glück halt auf Gewalt. Du förderst den Herzogsknaben zum Duell, verwundest ihn an 11 Stellen. Wenn das meine Nichte erfährt, einen besseren Ehemakler kann es nicht geben, als den Ruf, ein Draufgänger zu sein. Geh, schreib schon mal deine Herausforderung in kriegerischer Handschrift. Beste Weg zur Entfuhr. Ja, sei harsch und kurz und so geistreich du eben kannst. Und lass dir ein paar dreiste Lügen einfallen und duz ihn 2-3 Mal. Ist der Tobi, wollen Sie ihm dann die Herausforderung überbringen? Ich hol dich ab. Nun mach schon los. Sie haben das Hündchen aber fest an der Leine, Sir Tobi. Das wird ein Brief. Aber Sie werden den Kampf doch nicht zulassen, oder? Na, da verlass dich mal nicht drauf. Jedenfalls werde ich versuchen, den Herzogsknaben zu einer Antwort zu bewegen. Zum Kämpfen bekommen wir die beiden nicht mal mit 10 Pferden. Der Entu hat doch in seinem Blut kaum noch Alkohol. Wenn man den ansticht und es fließt noch rot, dann ist das Bordeaux, da wette ich drauf. Sein Gegner wird ja auch nicht gerade sehr brutal. Ach, da kommt ja mein kleines Zaunkönigsküken. Ich werde verrückt, ich lache mir erst da hinten Malvolio als Funke, Mariechen. Mit der Pappnase? Sowas von grässlich. Sieht aus wie Fritz Karneval persönlich. Ich konnte mich kaum beherrschen. Das will ich sehen. Geschickt. Vorausgesetzt, er kommt. Trinkt er wohl Tee? Die jungen Leute sind ja manchmal seltsam. Wo ist mein Bojo? Er kommt, Milady. Doch er wirkt sonderbar. Ich glaube fast, er ist vom Teufel besessen. Wieso? Was ist denn los? Redet er irre? Nein, Milady. Er lächelt. Malvolio tut nichts anderes als lächeln. Ich bin ja auch verrückt. Ta 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 ta. Was ist Malvolio? Hallo, du süße Tonität! Du lächelst? Ich hab aus ernstem Grund nach dir geschickt. Ernst, Milady? Ta 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 ta. In ernster Zeiten, liebe Leute, erweist sich erst die Narrigkeit. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, auch wenn es keine Freude macht. Was tut man nicht auf dieser Welt, damit mir der eine nur gefällt?
Hellau. Was ist mit dir? Was hast du, Mann? Ihr habt mir doch ganz unverhohlen vom Mut zu zeigen anbefohlen. Jetzt bin ich lustig, Lady, seht, genau wie es in ihrem Brief drin steht. Sie brauche sich nicht zu verstellen. Die Handschrift kenne ich bestens. Gelle! Ist dir nicht gut? Musst du ins Bett, Malvolio? Ins Bett? Ja, süße Maus, ich komme zu dir! Wie ist es Ihnen, Malvolio? Wer redet denn mit dir, du Krähe? Wie führen Sie sich hier auf in Gegenwart unserer Lady? Ach! Fürchte die Größe! Das war schön gesagt! Was sagst du? Manche sind großgeboren. Manche erwerben Größe. Der Himmel sei dir gnädig. Manche wird die Größe zugeworfen. Denk dran, wie deinen Humor lobt. Deinen Humor? Und ich an meine Fastnachtskleidung sehen wollte. In Fastnacht sein um dich. Der Reiz hier sind. Lady, der junge Gentleman des Grafen Orsino ist zurück und erwartet. Ich gehe zu ihm. Maria, stellen Sie diesen Prinzen unter Aufsicht. Wo ist mein Onkel Tobi? Er soll ein Auge auf ihn haben. Ich will nicht, dass ihm etwas zustößt. Kein geringerer als der Tobi soll nach mir sehen. Das entspricht exakt dem Brief. Sie schickt ihn mir, damit ich pünktlich zu ihm sein kann. Ja, ich hab sie an der Angel. Oh Gott, ich danke dir. Gut, dann erst, als sie wegging, stellen Sie diesen Prinzen unter Aufsicht. Diesen Prinzen, hat sie gesagt, nicht etwa Malvolio. Nein, diesen Prinzen. So, als ob ich über ihr stünde, standesmäßig. Nein, nein, es passt alles. Kein Zweifelchen, nicht einmal ein Zweifelchen. Was ist denn mit Ihnen los, Mann? Weg hier. Ich entlasse Sie. Ich lege Wert auf meine Intimsphäre. Weg hier! Hab ich's nicht gesagt, Sir Toby? Der Teufel spricht aus Ihnen. Milady bat mich, Ihnen auszurichten. Sie möchten ihn beaufsichtigen. Tut sie das? Jawohl. Ganz ruhig, schön mitkommen. Komm, ruhig. Wir müssen nicht vorsichtig verhandeln und ihn nicht aufregen. Was soll das? Habt ihr nicht mehr alle beisammen? Tuk, 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 tuk. Schön mitkommen. Sir Toby, bringen Sie ihn zum Beten. Ja. Lassen Sie ihm ein Gebet sprechen. Beten, du dreckiges Miststück. Hab ich's nicht gesagt? Keine Gottesfurcht. Ja. Oh. Hängt euch doch auf, ihr alle zusammen. Ihr seid so schrecklich niveaulos und überflüssig. Ich habe nichts gemeinsam mit Leuten wie euch. Ihr werdet noch von mir hören. Behaupten würde, der große Shakespeare hätte sowas geschrieben. Ich würde das als völlig unmöglich zurückweisen. Mann, der ist ja völlig infiziert von unserem Brief. Am besten ist, wir gehen ihm nach. Sonst erwarten
Jäger. Er kommt. Wir verfrachten ihn in eine Dunkelzelle. Meine Nichte glaubt doch jetzt schon, dass er wahnsinnig ist. Dann lassen wir ihn ein bisschen büßen, haben noch ein wenig Spaß. Und wenn ihm die Luft ausgegangen ist, dann begnadigen wir ihn. Da, meine Herausforderung. Ich garantiere, da ist Pfeffer drin. So scharf ist sie. Da, lest einmal. Zeig her. Junger Mann, was immer du sein magst, du bist nichts anderes als Lumpenpack. Wundere dich nicht und zerbrich dir nicht den Kopf, warum ich dich so nenne, denn ich gebe dir keinen Grund dafür. Sehr gute Klaus, ich will es richten und anwenden. Du kommst zu Lady Olivia und vor meinen Augen missbrauchte dich freundlich. Du aber lügst aus voller Kehle. Das ist nicht die Sache, weshalb ich dich herausfordere. Kurz und bündig und ungemein sinnvoll. Ich werde dir auf dem Heimweg auflauern, wo du, wenn du eine Chance hättest, mich abzustechen, gut, mich wie einen Schurken und Verbrecher abstechen wirst. Immer noch haarscharf an der Grenze des Gesetzes. Lebe wohl, du. Gott Gnade einer unserer Seelen, vor allem aber meiner. Doch aber ich bin guter Hoffnung, also pass auf dich auf. Ich bin dein Freund, wenn du mich so gebrauchst. Hochachtungsvoll, dein eingeschworener Feind, Andrew Bleichenbach. Also, wenn ihn dieser Brief nicht auf Trab bringt, dann bring ihn nicht mal seine Beine auf Trab. Ich bring ihm das Ding. Ja, der junge Knabe des Grafen ist gerade bei Milady und möchte gleich gehen. Dann geh doch mal zu ihm. Und wenn du ihn siehst, dann musst du ihn mörderisch verfluchen. Das wird männlich. Ja, im Fluchen bin ich einzigartig, ja. Also, ich werde doch nicht diesen Brief übergeben. Der Junge ist nicht dumm und außerdem ein Gentleman. So ein ausgesprochen ignorantes Schreiben macht ihm keine Angst. Der merkt doch gleich, dass es von einem Klotzkopf ist. Nein. Ich überbringe die Herausforderung lieber persönlich und dann stelle ich den Leichenbank als ein Musterbeispiel an Tapferkeit dar. Dann erzähle ich ihm von seinem Mut, von seiner Manneskraft. Dann sind beide so verängstigt, dass sie sich allein schon mit Blicken töten werden. Da hinten kommt er mit ihrer Richter. Oh, da werde ich mir schon ein paar Schreckensbilder für die Forderung ausdenken. Ich habe schon viel zu viel gesagt für so ein Herz auf Stein. Etwas in mir tat diesen Fehler. Und der Fehler ist so mächtig, dass er über Tadel lacht. Das gleiche Leid trifft auch meinen Herrn. Hier nehmen Sie dich, Medaillon. Es ist mein Bild. Nein, bitte. Weisen Sie es nicht zurück. Es ist stumm. Und halten Sie nicht durch Reden. Kommen Sie morgen wieder, bitte. Grüße dich, Gentlemen. Ich Sie auch, Sir. Hier, nimm dieses Verteidigungsinstrument. Von welcher Art die Beleidigungen waren, die du ihm angetan hast, weiß ich nicht. Aber dein Feind ist hassvoll und blutsüchtig, schnell, gerissen und tödlich. Sie müssen mich verwechseln, Sir. Kein Mensch hat mit mir Streit. Oh, Sie werden bald bemerken, dass dem nicht so ist. Wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt, sehen Sie sich vor. Denn Ihr Opponent trägt alles in sich, um mit Jugend, Kraft, Können und Wut einen Mann ausrüsten. Was für ein Mann ist er? Er ist ein Ritter. Zwar kürzlich erst geadelt, aber im Duell ein Teufel. Entweder oder ist sein Motto. Teil aus oder steck ein. Ich gehe zurück ins Haus. Ich bin kein Fechter. Vielleicht sucht er nur Streit. Mitnichten. Er ist ausreichend beleidigt. Darum entblößen Sie Ihr Schwert bis zur völligen Nacktheit. Denn kämpfen müssen Sie. Dann bitte ich Sie. Fragen Sie doch den Ritter nach dem Grund für seine Beleidigung. Ich hab's bestimmt nicht absichtlich getan.
Das will ich gerne tun. Signora Fabia, bleiben Sie hier bei dem jungen Gentleman, bis ich zurück bin. Verzeihung, Fräulein. Wissen Sie was von der Sache? Ich weiß nur, dass der Ritter Boot entbrannt ist. Mann, Mann, Mann! Das ist vielleicht ein Teufel. So eine Furie habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe ein paar Runden mit ihm trainiert. Du, der hat ja tödliche Bewegungen drauf. Wenn ich Schwindel von ihm holen, ich schlag mich nicht mit ihm. Was für ein Mann ist er? Äußerlich wirkt er nicht sehr vielversprechend. Aber als Gegner ist er der blutgierigste von ganz Illyrien. Ich glaube, er ist kaum mehr zurückzuhalten. Fabia hat ihn nicht mehr unter Kontrolle. Ich hätte nicht gewusst, dass es so ein ausgezeichneter Fechter ist. Dann hätte ich die ganze Sache gelassen. Sir Toby, können Sie nicht veranlassen, die ganze Sache abzublasen? Gut, ich will es versuchen. Bleib du hier und nimm die Sache locker. Soll ich versuchen, Frieden zu stiften? Oh ja, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich habe ihm klargemacht, was das für ein Teufel ist. Das gleiche Bild hat er auch von ihm. Er ist blass, als ob der Bär hinter ihm her wäre. Sir, es gibt keinen Ausweg. Er will kämpfen. Oh Gott, ich stehe mir bei. Keine Chance, Andrew. Es geht gleich los. Lieber Gott, mach's gnädig. Ich kämpfe uns freiwillig.
Jetzt! Halt! Halt! Nimm den! Oh. Und den! Oh. Und den! Oh. Ja. Nimm das! Oh. Und das! Und das! Dann alle! Ja. Hör auf, sei er gesperrt, du die Dächer! Wie los! Na, das werde ich ja gleich mal Milady erzählen. In ihrer Haut möchte ich jetzt nicht stecken, nicht für zweifällig. Ah. Hör auf, sei er! Ich werde das jetzt anders regeln. Ich werde ihn wegen vorsätzlicher Körperverletzung verklagen. Wollen doch mal sehen, ob es noch Gesetze in den Lieren gibt. Ich habe zwar angefangen, aber das tut ihr nicht so da. Ich krieg das! Runter! Geh runter! Wenn du unbedingt fertig gemacht werden willst, lass uns anständig fechten! Ach gut, wie du willst. Will zwei Unzen deines frechen Bluts. Ha! Oh. Oh. Sir Toby, komm, komm, Sir Toby, komm. Was ist das? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Vielleicht ist es ein Traum. Wenn Träume so sind, will ich weiter schlafen. So komm doch, Schatz, gehorch mir nur einmal. Natürlich, Madame. Oh, du tust es wirklich. Ich wäre der Erste, der sich in dieser Rolle verstellt hat. Ich bin im Grunde genommen auch gar nicht dick genug für dieses Amt. Naja, wenn es denn sein muss. Ah, Ankunft der Mitstreiter. Gott segne Sie, Herr Pfarrer. Wohl ist dies, Sir Toby, oder wie schon der alte Eremit von Prag, der weder Feder noch Papier gekannt hat, so treffen Sie denn nicht den König Ottokar von Ergel. Kommen wir zu ihm, Herr Pfarrer. Ja, so sage ich denn. Friede dem Gefangenen. Das spielt er gut, nicht? Der Pfarrer ruft, er kommt Malvolio im Irrenhaus besuchen. Herr Pfarrer, gehen Sie zu Milady. Gehen fort mit dir, du hyperbolikalischer Teufel. Lass ab von der Seele dieses armen Mannes. Erzählest du denn von nichts anderem, denn von Frauen? Wohl gesprochen, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, niemals wurde ein Mensch ungerechter behandelt wie ich. Herr Pfarrer, Sie dürfen mich nicht für wahnsinnig halten. Man hat mich in diese schreckliche Dunkelheit eingesperrt. In Fort mit dir, du hyperbolikalischer Teufel. Herr Pfarrer, ich bin nicht wahnsinnig, aber es ist so schrecklich dunkel. Wahnsinniger, du irrst dich. Ich sage dir, es ist kein anderes Dunkel, denn das des Unglaubens, in welchem du verstrickt bist. Herr Pfarrer, ich bin nicht verrückter als Sie. Man hat mich ganz abscheulich missbraucht. Hinweg mit dir, verharre Fürde in der Finsternis. Vorzüglich. Ja, nicht wahr, ich bin eben mit allen Wassern gewaschen. Und das ganz ohne Talar. Jetzt geh zu ihm und sprich mit deiner eigenen Stimme.
Besser wäre es, wir hätten die Sache schon hinter uns gebracht. Ich habe mich gerade mit meiner Nichte überworfen. Ach, dann lassen wir ihn eben bei passender Gelegenheit frei. Erzähl uns später, wie er es aufgenommen hat. Und ein Vogel geflogen. Narr, setz dich wieder auf mein Boot. Narr, hat ne Zettel im Schnabel. Narr, von der Liebsten einen Gruß. Der ruft, ha? Verhielt nichts etwas, schreibt Volk und Licht. Ich bin ein Gentleman, ich will dir dankbar sein. Herr Malvolio, Sie? Ja, ich. Wie sind Sie denn um Ihren Verstand gekommen? Man hat mich ganz abscheulich misshandelt. Glaub mir, ich bin genauso gut bei Verstand wie du selber. Nur genauso gut wie bei einem Narren, dann muss es schlecht bestellt sein um Ihren Verstand. Man hat mich hier wie eine Sache in die Dunkelheit eingesperrt und schickt mir Pfarrer oder Esel, um mich wahnsinnig zu machen. Passen Sie auf, was Sie sagen, der Pfarrer ist doch noch hier. Malvolio, Malvolio, möge der Himmel deinen Verstand restaurieren. Lass ab von diesem schnöden Wischiwaschi. Herr Pfarrer, sprich nicht länger mit ihm, mein Freund. Wer, ich? Also gut, Herr Pfarrer, auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Willkommen sein mit euch. Und mit deinem Geiste, Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Narr, verhilf mir zu etwas, schreibt Volk und Licht und bring danach Milady meinen Brief. Also gut, ich helfe Ihnen, aber eins müssen Sie mir verraten. Sind Sie nun wahnsinnig oder tun Sie nur so? Ich bin nicht verrückt, glaub mir, ich sag die Wahrheit. Naja, war ja auch eine dumme Frage. Wenn ein Verrückter sagt, er sei verrückt, dann ist das nicht. Und wenn er nicht verrückt ist, aber sagt, er sei es, dann wäre es auch. Also gut, ich hole Ihnen nicht Papier und Tinte. Oh, ich werde dich nach höchsten Maßstäben belohnen. Ich bitte dich nur, geh! Ja, ich gehe ja schon. Diese Perle gab sie mir. Ich fühle sie. Ich kann sie sehen. Und darum ist das Ganze wohl doch kein Traum. Denn einer hier im Hause ist verrückt. Die Lady oder ich? Ein solcher Glücksrausch, der alles Dagewesene übertrifft, ist doch mit Vernunft nicht zu erklären. Vielleicht kein Wahnsinn, aber doch ein Irrtum. Es ist was an der Sache, das nicht stimmt. I was and a tiny little boy with a hey-ho, the wind and the rain. The foolish thing was but a toy, and the rain, it raineth every day. I came to men's estate with a hey-ho, the wind and the rain. Against knaves and thieves men shut their gate, and the rain, it raineth every day.
cats to wife with a hey-ho, the wind and the rain. My swaggering could I never thrive, and the rain it rains every day. Quite ago, a world begun. With a hey-ho, the wind and the rain. But that's all one, our play's not done. And I'd strive to please you every day. Ich bin Teil des Inventars. Klar, ich kenne dich noch. Wie geht's dir, alter Bursche? Gut geht mir, Sir, wegen meiner Feinde und schlecht wegen meiner Freunde. Mensch, umgekehrt. Gut wegen deiner Freunde? Nein, gut wegen meiner Feinde, schlecht wegen meiner Freunde. Und wie das? Nun, meine Freunde, sie loben mich und machen mich darum zum Esel. Meine Feinde dagegen, sie sagen mir direkt, dass ich ein Esel bin. Darum profitiere ich in meiner Selbsterkenntnis von meinen Feinden und von meinen Freunden werde ich betrogen. Und daraus folgt, es geht mir gut wegen meiner Feinde und schlecht wegen meiner Freunde. Exzellent. Da hast du ein Goldstück. Sir, wenn das nicht hieße, ein doppeltes Spiel zu treiben, so würde ich meinen, Sie könnten zwei daraus machen. Na gut. Ich will mich einmal versündigen und ein Doppelspieler sein. Da. Sir, kennen Sie das Spiel Primo Secundo Tertio? Ein sehr gutes Spiel. Man nennt es auch 1, 2, 3, wer hat den Ball? Du wirst mir kein Geld mehr aus der Tasche tricksen. Falls du aber deine Lady herholst, könnte es sein, dass meine Großmut wieder aufwacht. Dann singen Sie Ihrer Großmut ein schönes Wiegenlied, bis ich wieder zurückkomme. Ich gehe jetzt. Aber, Sir, es wäre mir peinlich, wenn Sie mich für habgierig hielten. Die Lady kommt und es betritt der Himmel die Erde. Was wünschen Sie, Milord, mal abgesehen von dem, womit ich nicht zu Diensten stehe? Schönste Olivia. Wenn's wieder nur die alte Leier ist, dann find ich's wüst und widerlich, Milord. Noch immer grausam? Nein, noch immer standhaft. Ja, bis zur Perversion, die spröde Dame. Warum hören Sie dieses noch? Weil meine Treue ja doch von Ihnen nur missachtet wird. Und weil ich auch so halb das Werkzeug kenne, das mich von meinem Platz bei Ihnen wegzerrt. So leben Sie nur weiter als Tyrann mit Marmorbrust. Doch diesen kleinen Schatz, von dem ich weiß, dass Sie in ihn verliebt sind, den nehme ich Ihnen weg. Komm mit, mein Junge. Ich komme, Milord, und tu es gern. Cesario, wohin? Zu meiner Liebe. Gott, ich bin betrogen. Wer betrügt Sie? Hast du es schon vergessen? Ist es schon so lange her? Nun komm schon weg von dir. Wohin, Milord? Cesario, bleib doch mein Geliebter. Ihr Geliebter? Jawohl, mein Geliebter. Kann er das leugnen? Hast du etwas mit ihr gehabt, Kerl? Nein, das habe ich nicht. Cesario, das Spiel ist niederträchtig. Die Laken sind noch warm, wo du die Nacht in meinen Arm lagst und Treue schwurst. Du kleiner Heuchler, geh und nimm sie dir. Leb wohl, ich will dich nicht mehr sehen. Milord, ich gebe mein Wort! Nein, Cesario, schwör nicht noch einmal. Wenn du aus Angst dein wahres Ich verleugnen musst, so fürchte nicht, nimm dir dein Glück. Das, was du weißt, du bist es, sei's. Dann bist du stark wie das, was dich erschreckt. Mir scheint, die Leidenschaft, mit der sie spricht, zeigt, dass sie selbst dran glaubt. Ich glaub's noch nicht. Ahnung sich zur Wirklichkeit verkehrt.
Bruder, dass ich mit dir verwechselt werde? Hilfe! Hilfe, ein Wundarzt! Sofort ein Wundarzt für Sir Toby! Fabia! Was ist passiert? Er hat mir einen Knirbel in den Kopf gezogen und Sir Toby auch eine blutige Birne verschafft. So helfen Sie doch! Ich will nach Hause! Wer hat das getan? Der Gentleman des Herrn Grafen, dieser Cesario, wir dachten, er wäre ein Feigling, aber er ist der eingefleischte Teufel selbst, ja! Mein Gentleman Cesario? Bursche, was du sagst, ist Wahnsinn! Der Junge war die ganze Zeit bei mir! Ah ja, verdammt, da ist er ja! Die haben ihm einen Kopf umsonst verdeppelt! Ich wurde doch nur angestiftet von Sir Toby! Sie müssen mich verwechseln, Sir, ich habe Sie nicht verwundet! Nicht verwundet? Ich habe das Gefühl, so eine aufgeplatzte Birne bedeutet Ihnen gar nichts, was? Da kommt der Tobi angehinkt. Von dem erfahren Sie mehr. Wenn der nicht so besoffen gewesen wäre, hätte Sie noch ganz anders gekitzelt, ja? Ich habe Sie zwar nicht verletzt, aber verbinden kann ich Sie. Ah. Weg! Ah. Wie geht es Ihnen, Gentlemen? Ach, ist doch egal, erschlagen hat er mich. Du Witzbold, weißt du, wo der Chirurg abgeblieben ist? Ja, Sir Tobi. Der ist ertrunken im Schnaps. Seine Augen waren heute Morgen schon ganz glasig. Dann ist er ein Schuft, ein besoffener Schuft. Ich hasse besoffene Schufte. Schafft ihn ins Bett und kümmert euch um ihn. Ich musste ihm wehtun. Ich weiß, dass er Ihr Onkel ist. Pardon. Ich konnte nicht anders. Er hat angefangen. Ich sehe es an Ihrem Blick. Sie sind gekränkt. Liebste, denk an die Schwüre letzte Nacht in deinen Kissen. Sie ist mir. Träume ich? Bist du ein Geist? Hattest Cesario doch dort hinein? Hast du die Fähigkeit, zum einen hier, zum anderen dort zu sein? Ein Trugbild der Natur, das ist und doch nicht ist. Gesicht, Kleid, Stimme eins, doch Menschen zwei. Die Teilung selber vorgenommen. Wie nennen Sie, mein Herr? Mein Name ist Sebastian. Sebastian von Messalina war mein Vater. Sebastian, sagst du? Und nicht Cesario? Und jener Mann in meinem Bett die letzte Nacht? Warst du? Ja, so ist recht. Erst die Eile, 1000 Küsse, 1000 Schwüre von Treue, ewiger Liebe, bis der Tod uns scheidet. Und dann dies. Sag mal, warst du das bei mir letzte Nacht? Ha! Verzeih die zweite, Liebster. Was ist mir, als hätte ich mich selbst mit dir betrogen. Vielleicht bin ich auch nur verrückt. Aber seltsam ist es schon. Er gleicht dir sehr. Wer er? Wer gleicht mir? Cesario, der Page dieses Herrn. Bist du kein Bruder? Ich habe keinen Bruder. Meine Schwester. Die starb. Schwester, kam sie bei einem Schiffbruch um? Ja, sie ertrank. Und wann? Vor einem Monat auf den Tag genau. Und waren Sie dabei? Ja, ich war's und bin mit knapper Not entkommen. Und meine arme Schwester lebt. Kaum einen Monat ist es her, da kam ein junger Mann zu mir in Dienst. Zumindest machte er mich glauben, dass ein Mann er sei. Nannte sich Cesario. Und er erzählte mir haarklein dasselbe Leid. Von Schiffbruch, knapp gerettet, Bruder tot. Ich hab's geahnt. Cesario ist eine Frau in Männerkleider. Ihre Schwester. Was? Wie? Viola lebt? So ist die arme Schwester nicht im Meer versunken? Viola hier, als Page dieses Herrn, bringt mich sofort zu ihr. Malvolio! Malvolio! Wo ist Malvolio? Malvolio! Durch meinen eigenen momentanen Wahn habe ich den Wein ganz und gar vergessen. Wie geht es ihm? Er gab mir diesen Brief, Milady. Mach auf und lies ihn vor.
Mein Gott, Madame! Was ist mit dir? Bist du jetzt auch wahnsinnig? Nein, Madame, ich lese Wahnsinn. Wenn Sie es hören wollen, wie Sie es hören sollen, müssen Sie etwas mehr Erregung gestatten. Lies bitte mit Verstand. Aber ich lese doch mit Verstand. Mit Malvolios Verstand. Mensch, Kerl. Bei Gott, Madame, Sie tun mir Unrecht. Und alle Welt soll's wissen. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. So gut wie eure Ladyschaft. Ich stelle den schuldigen Respekt etwas zurück und klage die an, die mich so schwer missbraucht. Hat er das geschrieben? Ja, Madame. Das klingt nicht sehr nach Geisteskrankheit. Sorgt dafür, dass man ihn freilässt und bring ihn her. Was höre ich da? Sebastian sei hier. So ist der arme Bruder nicht im Meer, aber... Mein Junge, tausendmal hast du gesagt, du würdest keine Frau hier lieben, so wie mich. Oh ja, das stimmt. Und das bezeuge ich Ihnen heute neu. Wenn unserem Glück nicht mehr im Wege steht als meine falsche Männerkleidung, so musst du noch mit der Umarmung warten, bis ich dieses Kostüm hier abgelegt habe. Dann lass mich endlich dich in ein kleines sehen. So wurden Sie, Milady, denn getäuscht. Doch die Natur, sie folgt ihrer Neigung. Sie wollten eine junge Frau zum Mann und sollen sie haben. Denn verlobt sind Sie mit einer Jungfrau auch in Ihrem Mann. Wenn dem so ist und wahr scheint mir der Trug, dann haben Sie am Glück des Schiffbruchs auch Ihr Teil. Ich war es, um die Sie warben. Nun erhalten Sie statt meiner meinen Mann zur Frau. Oh,